Beltier, wir sind alleine. Aber zur Begrüßung gibt's direkt mal einen Kuchen. Und einen Cube. Also unseren Begleiter Cube, falls ihr ihn kennt. Und unser Spiel heute ist Portal. Und zwar das erste. Deshalb beginnen wir auch direkt mit einem neuen Spiel und starten es. Ich habe mich dazu entschieden, Portal zu Let's Playen, da es eigentlich ein sehr gutes Spiel ist. Also, was heißt eigentlich? Es ist ein sehr gutes Spiel. Und, wir stehen direkt mal auf. Na, noch 55 Sekunden, dann können wir hier raus. Und in den Dialogen werde ich hoffentlich nicht dazwischen quatschen. Falls doch, habe ich einen Untertitel eingeblendet, das werdet ihr gleich sehen. Und ja, dann bewegen wir uns mal. Hallo und noch einmal willkommen im computergesteuerten Enrichment Center von Aperture. Wir hoffen, Ihr kurzer Aufenthalt in der Entspannungskammer war angenehm. Schönes Ihre Probe wurde verarbeitet und wir können mit dem Haupttest beginnen. Vergessen Sie nicht, dass Spaß und Lernen zwar im Vordergrund aller Aktivitäten im Enrichment Center stehen, dass es aber auch Verletzungen geben kann. Zu Ihrer eigenen Sicherheit sollten Sie auf keinen Fall etwas anfassen. Das Portal öffnet sich in 3, 2, 1. Oh. Da bin ich ja. Ich hatte Portal schon mal getestet. Also von der Aufnahme her. Und wenn ein unendlich Portal entsteht, sodass ich mich näher, also öfter sehen kann, dann sinken die FPS, also nicht wundern, wenn es ein bisschen hakelt. Aber ich werde mal gucken, ob ich irgendwas dagegen tun kann. Aber jetzt gehen wir erstmal in den ersten Raum. Ein Cube. Und dann setzen wir direkt auf diesen Knopf. Gut gemacht. Bitte begeben Sie sich nach jedem Test in die Kammerschleuse. Achten Sie zunächst jedoch auf das Leuchtpartikelfeld vor dem Ausgang. Dieses Materialauflösungsgitter von Aperture Science vaporisiert alle passierenden, nicht autorisierten Geräte. Zum Beispiel den beschwerten Speicherkubus von Aperture Science. Ja, bin ich. Ich zocke jetzt nicht blind. Leider. Aber, ich habe 1 und 2 schon gezockt. Also Portal 1 und 2. Aber ich denke mal, es macht euch nichts aus. Denn die Story ist eh immer die gleiche. Ah, ne, das ist Kammer 1. 1 von 19. 1 von 19? Nein, habe ich noch nie gesehen. Habe ich auch wieder was dazugelernt. Bitte stellen Sie den beschwerten Speicherkubus auf den 1500 Megawatt Schwerlast Superkollisions Superknopf. 1500 Megawatt Schwerlast Superkollisions Klotz, ist klar. So, jetzt darf ich wieder warten, weil ich zu langsam war. Aber in dieser Wartezeit, ich wollte gerade sagen, in dieser Wartezeit können wir irgendwas reden. Aber das hat sich damit erledigt. Knopf. Nein. Mist. Hallo. Perfekt. Bitte begeben Sie sich rasch in die Kammerschleuse, da im Test kein andauerndes Verweilen am Knopf vorgesehen ist. Na, schade. Wollte aber am Knopf bleiben. Der ist so schön rot. Wenn ich mit Portal 1 durch bin, habe ich mir schon überlegt, Portal 2 zu spielen, da erstens die Story weitergeführt wird und zweitens, es noch genialer ist als Portal 1 eigentlich, meiner Meinung nach. Und im Nachhinein, wenn ich Portal 2 durch habe, vielleicht sogar mit Novak, den Koop-Modus durchzuspielen. Mal sehen. Sie machen das sehr gut. Beachten Sie, dass der Geschmack von Blut nicht Teil des Testprotokolls ist, sondern ein unerwünschter Nebeneffekt des Materialauflösungsgitters von Aperture Science, das in manchen Fällen Zahnfüllungen, Kronen, Zahnschmelz und Zähne auflöst. Ja, kann passieren, ist ja normal. Ach Mist.
viel schneller. Ja, der Koop-Modus von Portal 2, den habe ich selbst noch nicht gekauft. Von daher wird es dann ein Blind-LP sein. Und ich denke mal, es wird euch gefallen. Ja, darunter. Und what? Sehr gut. Sie verfügen nun über das mobile Portalgerät von Aperture Science. Juhu. Damit können Sie eigene Portale schaffen. Diese intradimensionalen Tore sind vollkommen sicher, das Gerät allerdings nicht. Berühren Sie nicht sein aktives Ende. Blicken Sie nicht direkt auf das aktive Ende des Geräts. Bringen Sie das Gerät nicht mit Flüssigkeit in Kontakt. Hab sowieso keine Flüssigkeit. Vor allem sollten Sie unter keinen Umständen das Gerät aus... Der Gerät. Oh, sorry. Da bin ich gerade mit dem Kopfhörern gegen das Mikro gekommen. Ja, ich besitze ein Großmembran-Mikrofon. Den Namen werde ich noch irgendwann in der Beschreibung angeben, beziehungsweise einen Link dazu. Und zu den Kopfhörern, ja, es sind Studio-Kopfhörer. Also eher fürs Rappen gedacht. Aber ich meine, fürs Zocken geht's auch. Begeben Sie Kammer sich 3. in die Kammerschleuse. Ja, da war ich. Guck mal. Ich bin eine Frau. Sexy. Ey. Hallo. Sehr gut. Übrigens, der Tag der offenen Tür für Töchter bietet sich an, um auch sie testen zu lassen. Was? Die Mütter testen zu lassen, oder wie? Boah, ich hab's heute mit meiner Aussprache. Das ist unglaublich. Keine Ahnung, was los ist. Wir haben gerade mal 13 Uhr. Und schon kann ich nicht mehr reden. Falls ihr euch fragt, was ich mache, ich gehe noch zur Schule und mache mein Fachabitur in IT-Systemen, also momentan. Ab Sommer, beziehungsweise ab August nicht mehr. Willkommen in Testkammer 4. Sie sind gar nicht schlecht. Tür verarscht. Radio. Nehme ich jetzt mit. Man hat immer die schöne Musik an. Auch das war wieder sehr gut. Als Teil eines festen Testprotokolls wird die nächste Testkammer nicht überwacht. Sie sind dort ganz auf sich gestellt. Viel Glück. Zerstören! Ups. Da habe ich wohl was kaputt gemacht. Eine kurze Trinkpause. Und schon geht's weiter. Und zwar in Testkammer 5. Also ich bin ganz auf mich allein gestellt. Dann machen wir es doch so. Das meine ich. Wenn ich da reingucke und es ein so unendlich Portal gibt. Als Teil eines festen Testprotokolls war die vorige Aussage, dass dieser Kammerkast überwacht wird, eine reine Lüge. Ja, dann läuft das. Jetzt, im Moment habe ich zum Sehr Beispiel gut. nur 6 FPS. Als Teil eines festen Testprotokolls ja, beenden wir die Wahrheitsverzerrung in 3. Kaputt. So. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Wir sind Kammer 6. Sicherheit ist eins der Ziele des Enrichment Centers. Doch die Energiekapsel von Aperture Science, links von der Kammer, kann dauerhafte Schäden wie Vaporisierung hervorrufen. Unglaublich. Sie, Subjektname hier, sind wohl der Stolz von Subjekt wohnort hier. Ja, dann füg mal ein. Das wäre witzig, wenn man da was einfügen könnte.
Aber ich würde jetzt nicht verraten, wo ich wohne. Oder? Na, noch nicht. Vielleicht irgendwann später, wenn ihr ganz lieb seid. Und ich viele Aufrufe auf diesem Video habe. Weil mit 10 lohnt es sich nun nicht wirklich. Erst mit übertrieben für mich momentan, aber mit 1000 Aufrufen, da wird es interessant. Warnsignale sind für alle Mobilgeräte Vorschrift. Alarm und blinkende Lichter können jedoch die Energiekapsel irritieren und wurden daher zu ihrer Sicherheit deaktiviert. Oh, ist doch schade. Oder? Ui. Lauch da rein. Gut. Jetzt mit dem nicht stationären Gerüst von Aperture Science zur Kammerschleuse. Nicht stationären Gerüst. Also das ist das nicht stationäre Gerüst. Dann wisst ihr Bescheid. Und ich auch. Wow. Und ich frage mich, warum man immer dieses Radio im Hintergrund hört. Also jetzt im Moment nicht, aber gerade eben. Und ich weiß noch nicht mal, wo es ist. Und ich hoffe mal, ich bin euch nicht zu schnell. Aber ich meine, die ersten Tests sind sehr einfach. Von daher... Ich denke mal, ihr würdet es in der gleichen Geschwindigkeit schaffen wie ich. Beachten Sie, dass ein Scheitern Konsequenzen hat. Kontakt mit dem Kammerboden führt zu dem Vermerk unzureichend auf Ihrem Testbogen, gefolgt von Ihrem Tod. Viel Glück. Oh. Passiert. Hey. Ist das total verwirrend. Ah, schnell. Das Radio habe ich da nie bekommen. Ich weiß, dass es da steht, aber ich habe es nie wegbekommen. Weil ich nie Lust hatte, mich da drauf zu stellen. Bemerkenswert. Beachten Danke. Sie, dass der Anschein einer Gefahr nur dazu dient, Ihr Testerlebnis zu verstärken. Ja, ist klar. Ich kann ja nur umkommen. Ist ja nicht so schlimm. Man respawnt ja. Ist ja auch im echten Leben so. Natürlich. Ganz normal. Das Enrichment Center bedauert Ihnen mitzuteilen, dass der nächste Test leider unmöglich ist. Okay. Versuchen Sie es erst gar nicht. Da der nächste Test unmöglich ist und ich es erst gar nicht versuchen soll, also Testkammer 9, werde ich mich für diese Folge verabschieden, bedanke mich dafür, dass ihr diese Folge geguckt habt und... Wünsche euch einen schönen Tag. Bis im nächsten Part. Tschüss.